Herzlich willkommen bei Fittorial. Mein Name ist Sinan Kurtulusch und hier gibt es wieder ein neues Motivationsvideo. Ihr wisst es vielleicht, wir wollen in 1,5 Wochen den schönen Splügenpass fahren und dafür trainieren wir gerade. Das ist unsere Trainingssession von gestern. Wir schauen uns das mal genauer an. Wir waren 2,5 Stunden unterwegs. Und naja, der ganze Rest ist eigentlich nicht so interessant. Wichtig ist für uns, dass wir 770 Höhenmeter hinter uns gebracht haben. Was bringt das für den Splügenpass? Naja, der Splügenpass hat auf dem Rückweg 1800 Höhenmeter. Ja, da muss noch einiges kommen. Gut, wir waren jetzt nur 2,5 Stunden unterwegs. Wir können jetzt also grob abschätzen, wie lange wir für den Rückweg beim Splügenpass brauchen werden. Wir gehen aktuell mal von 6 bis 7 Stunden aus, wenn uns denn die Kräfte nicht verlassen. Wie ihr mitbekommen habt, haben wir auch Vanessa mit dabei. Und man muss fairerweise sagen, sie startet nicht mit dem gleichen Fitnesslevel wie mein Bruder und ich. Das heißt, für sie ist das Ganze wesentlich härter. Wir peitschen sie regelmäßig den Berg rauf und sie hält tapfer durch. Wir haben, wie gesagt, jetzt noch etwa eine Woche. 2 Trainingseinheiten stehen uns noch bevor. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie kaputt wir am Ende sein werden. Zu dieser Trainingseinheit kann man noch erwähnen, dass wir abwechselnd den Petersberg und den Drachenfels hinaufgefahren sind und natürlich auch wieder hinab. Das Ganze ist schon ziemlich anstrengend, aber es wird belohnt mit einem sehr, sehr schönen Blick über den Rhein und die ganze Region, in der wir wohnen. Zur Belohnung gab es dann am Ende auch noch den Sonnenuntergang mit dazu. So ist der aktuelle Stand. Updates gibt es natürlich hier auf dem Kanal und die richtige Reise natürlich auch. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch ganz, ganz viel Motivation für euer Workout, für eure Projekte. Macht's gut und bis bald.